Die Schattenseiten der Kreuzfahrtschiffe. Familie Müller hat Ferien. Sie entschieden sich für eine Kreuzfahrt mit AIDA. Nachdem Familie Müller ihre Zimmer bezogen hat, geht Tim auf Deck ein bisschen spazieren. Tim sieht die Aschenwolke des Schiffes und fragt sich, von wo sie komme. Er sieht ein Crewmitglied und fragt, von wo kommt die dunkle Wolke? Gehört sie zum Schiff, Mitarbeiter? Ja, in gewisser Weise. Aber das müsste ich dir zeigen. Willst du mit in den Kontrollraum? Eine Weile später im Kontrollraum. Hier im Kontrollraum wird beinahe alles gesteuert, was sich im Maschinenraum abspielt. Außer es gibt Probleme, die werden dann manuell behoben. Die Wolke, die du gesehen hast, Tim, besteht aus Abgasen des Ofens. Die Wolke besteht aus Feinstaub, aus Ruß, Stickstoffoxid, Schwefeloxide und CO2. Alle Nachteile zusammengefasst. Abgase verpesten die Luft und schädigen die Atmosphäre. Treibstoff fließt ins Meer. Unter anderem wird auch sehr viel Essen vom Buffet verschwendet. Somit sieht man, dass Kreuzfahrtschiffe weitaus umweltschädlicher sind, als man vielleicht denkt.